Hey Dudes, was geht ab? Herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von FIFA 14 Karrieremodus mit AC Milan. Und ja, ich weiß auch nicht, warum ich das so erzähle oder sage. Aber ja, wir spielen wieder gegen Napoli. Das vorletzte Spiel hatten wir ja schon mal gegen sie. Okay, naja. Und es ist schon wieder so mega spät und ich glaube, wenn ich so spät spiele, bin ich immer richtig schlecht. Aber, naja. Irgendwann muss man ja Zeit finden. Das Problem ist, dass ich im Moment halt ein bisschen Zeitnot auch habe. Ich ziehe bald mit meiner Freundin / Verlobten zusammen. Und ja, muss mich da um einiges kümmern. Wir haben heute zum Beispiel bei IKEA uns ein Bettchen gekauft. Ein neues. Ein schönes. Welches ist es denn? Das ist Brimnis oder so heißt es. Und ja. Alles, was so dazugehört. Ne? Kennt ihr ja. Bett und so ein Kram, was da alles. Wow. Und das ist natürlich nicht alles. Wir haben jetzt ja eine Wohnung uns geholt. Da ziehe ich dann spätestens Mitte Mai ein. Am 17. Mai ziehe ich da ein. Wir machen vorher alles klar. Was heißt vorher alles klar machen? Ich wollte eigentlich einen Dude-Style dazu aufnehmen, habe aber das leider noch nicht geschafft, das hochzuladen. Ja, also wir müssen tapezieren jede Menge. Wir müssen eine Küche uns besorgen, einkaufen und also kaufen, einbauen und so weiter. Zack, sehr gut gepasst. Okay. Ah ja, schlechter Pass. Und ja, Küche wird noch jetzt besorgt. Das dauert alles so ein bisschen. Und was kann ich noch erzählen? Ja, so ein paar Tapeten. Oh, das ist immer so anstrengend, tapezieren. Ich hasse tapezieren hoch 10. Das ist also mit die nervigste Angelegenheit, wenn man Tapeten abmachen muss, wieder neue ran. Malen ist da ein bisschen einfacher, wenn zumindest Raufaser vorher da ist. Ist es eigentlich bei uns so in der Wohnung so, dass alles mit Raufaser ist und ja, wir halt eigentlich hätten nur. Wow, fuck! Hätten alles nur anmalen müssen, aber na, wir haben halt hier und da geguckt, haben dann ein paar tolle Tapeten gesehen und dann dachte ich so, oder dachten wir, ah, nehmen wir lieber die Tapeten. In der Stube dann später, wo, oder im Wohnzimmer halt, wo der PC dann auch steht, stehen wird, besser gesagt, oh, da hat sich einer verletzt, wer war es? Da wollen wir malen, wer ist das? Voraussichtlich, ja. Ja, muss man schauen, wie und wo und was und wer und so. Aber ja, deswegen bin ich heute einfach so tierisch müde schon. Ganzen Tag unterwegs gewesen. Ja, Sachen holen, einkaufen etc. pp. Eigentlich im Prinzip den ganzen Tag unterwegs gewesen. Und ja, Sachen besorgt, Bett besorgt. Das mussten jetzt. Wir haben auch schon angefangen zu tapezieren. Im Schlafzimmer, da wäre fast das erste Tor drin gewesen. Und ja, das war natürlich erstmal ein Akt, Tapeten, Raufaser runterzukriegen. Und wir haben jetzt, glaube ich, ein Drittel, ein bisschen mehr als ein Drittel des Raumes schon neu tapeziert. Das ist auch echt schon mal ganz gut. Da sind wir auch echt schon, sehr zufrieden. Ah! Da wurde ich weggewechselt. Schade. Ja, es wird alles noch ein bisschen dauern. Das dauert alles, bis wir das alles fertig haben und so weiter. Lukaku.
Schade. Oh, ey, ich weiß auch nicht, was ich da probiere die ganze Zeit. Oh! Ha! Fast! Nein! Nein, so eine perfekte Chance da. Sehr schön. Nein, 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 schon wieder der falsche Mann. Oh Mann. Ja, also daher so ein bisschen problematisch hier das alles. Auch schon Internet Neues bestellt. Oh, Fuki! Das gibt's ja gar nicht. Also meine Eltern übernehmen sozusagen jetzt hier meinen Anschluss, meinen aktuellen. Und ich habe dann halt da einen neuen. Und da würde theoretisch auch dieses Kabel Deutschland Fiber gehen mit 200 Mbit down, 100 Mbit up. Das habe ich mir jetzt aber nicht geholt. Erstmal bleibe ich bei Kabel Deutschland. Da müssen wir echt mal gucken. So, zieh, ja genau. Jo, genau. Oh, Mann, ey, der hält ja echt saugut. Oscar. Ein bisschen den Rücken gespielt. Und auf die kurze Ecke hat er sehr gut reagiert. Mario Balotelli. Bisschen kürzer. Ja! Balotelli, Kopfball. Wunderbar. 1:0 hier in der 41. Minute. Also, im Mai geht's dann komplett los, dass ich dann da in der Wohnung bin. Dann ist alles umgebaut. Perfektamente. Und dann haben wir da unsere Bude. Unsere schöne kleine Bude. Es ist nicht so riesig. Muss man halt nicht so viel machen. Aber wir haben es uns sehr schön dann gemacht. Hoffe ich zumindest, dass es dann sehr schön ist. Ich bin da sehr, sehr zuversichtlich. Jo, da oben. Schade. Da kamen wir wieder ein bisschen zu spät. José Callejón. Da dürfte nicht im Abseits gewesen sein, aber abgewehrt. Und jetzt gibt es eine Ecke. Ecke ist immer ganz gemein. Ja, wenn es da mehr gibt, oder ja, vielleicht lade ich auch nochmal das Dude-Style entsprechend hoch. Werde ich euch da noch ein bisschen was berichten. Nein, 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 nein. Ja, okay, shit. Werde ich euch noch das Dude-Style hochladen. Da habe ich da so eine Mini-Room-Tour gemacht. Leider habe ich da aus Versehen bei der Handykamera den Zoom eingestellt. Das heißt, es ist alles ein bisschen vergrößert, darum sieht man das alles nicht so gut. Es sind halt zwei leere Zimmer und eine Wohnküche. Also man sieht sowieso nichts. Und in der Küche ist noch nicht mal was. Also von daher. Ist da nicht so viel zu sehen, aber ich habe halt hier, hallo, herzlich willkommen hier zum Dude-Style, tralala. Das werde ich noch machen und ja, vielleicht, wenn wir damit durch sind, kann ich euch dann mal unser neues Wohnzimmer dann zeigen, wie das dann ausschaut. Ja, okay, also hier im Moment 1:1, AC Milan gegen Napoli. Wir wollen die jetzt wegballern. Druck machen. Bisschen offensiver ausgerichtet. Rup, 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 rup. Und es gibt Ecke, das ist Mist.
Ja, ich krieg nicht den passenden Spieler, den ich da brauche. Okay, abseits. Gut. Gut, gut. Und viel zu weit gespielt. Ich habe mal die Steilpässe auf manuell gemacht. Ich hätte sie gerne auf Semi, aber das gibt es leider nicht. Semi wäre hier so mega optimal. Da seht ihr es, also kommt nicht so an, wie ich es mir eben wünsche, weil es doch sehr viel Genauigkeit erfordert meinerseits. Andererseits ist bei automatisch das immer blöd, dass der Computer ja, das immer sehr ungenau macht und nicht unbedingt das nimmt, was ich mir wünsche. So schön wie hier, nicht perfekt, nicht gut gespielt. Schade, Lukaku, jetzt hau die Pille doch da mal rein. Ey, ich will hier ein Tor sehen. Wir müssen weiterkommen. Wenn nicht, wäre das echt super tragisch. Wie kannst du es sagen, mit AC nicht weiterzukommen? Ihr seid die Besten. Dislike. Das finde ich immer sehr gut. Sollte man mal verlieren, gibt es gleich, oder Hage, das, die typischen 3 Dislikes unter den Videos, die, so, die ich sonst so veröffentliche, sind typischerweise 3 Dislikes. Sind eigentlich immer 3 Dislikes dabei. Oh nein, nein, nein! Oh, da setzt er sich gut durch und dann schießt er auf den Torwart. Er sollte flach reinspielen. Gargano. Na gut. Warum sehe ich den Scheiß? Okay. Okay. Und Ballverlust Niang. Scheiße, passt den Ball. Das ist unser, das ist unser. Ach, da ist doch nichts los, ey. Wieso macht ihr denn da so große, so ein großes Fass auf? Wofür denn? Da war überhaupt nichts. El Kakadu. Das ist doch echt nervig. So, Bakali muss da rein. So. Marco Reus für Oscar. Und El Shaarawy. Bringen wir mal ein für Lukaku. So. Und mit Dreieck oder Y hüpft man. Sehr schön, gut zu wissen. Wuff! 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 Ich muss es anders wieder mal. Es klappt einfach so nicht. Steilpass. Ja. Klappt einfach so nicht. So, wir müssen jetzt hier irgendwie noch den Druck aufs gegnerische Team erhöhen. Ah, tanzt er mich da aus. Ah, Schlecken, ey. Schön.
Ja! Mario Balotelli! Sauber! Immer gegen den Keeper schießen, gegen die Richtung. Das ist dann so gut wie ein Treffer. Mann. Zweiter Kopfball. Zweites Tor. Den hätte er haben können, ne? Hm. Na gut, schwierig doch, ne? Ist doch schwierig. So, mal ein bisschen wieder auf ausgeglichen. Schade, dass Balotelli da nicht. Oh, fuck. Okay. Sehr schön. Ach. Ey, ich gebe so viel Gas da. Gut. Drauf gehen bitte. Balotelli war da leider in der Rückwärtsbewegung. Nein! Mann! Das hätte drin sein müssen. 87. Minute oder 88. eigentlich hier schon. Das berühmte 90. Minutentor steht an. Boah, abseits, ey. Kann doch nicht sein. Ah, warum zögerst du da? Ah, der hätte ja doch nicht zögern dürfen. Ah, nein! Ja, schade. Ist vorbei. Ich hätte gerne dann noch eins gemacht. Aber da kommen wir nicht mehr ran. 2:1 hier. Hart erkämpft. Sehr schön. Damit sage ich vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Diese Folge wird noch ungeschnitten sein, weil ich habe halt sehr viel hier erzählt. Und wenn ich das dann jetzt zusammenschneide, ist das schwierig. Und ich möchte schon, dass ihr das so ein bisschen am Stück eben erfahrt von mir. Wenn ich das zusammenschneide, sind da wahrscheinlich viele Details dann, die unvollständig sind oder so, keine Ahnung. Und deswegen lieber das ungeschnitten. Aber ich möchte gerne bald wieder in Zukunft mal, dass das hier Ganze so ein bisschen, ne, ihr wisst schon, wieder zusammengeschnibbelt ist, weil sich da freuen sich die meisten doch drüber, wenn ich das zusammenschneide. Und deswegen sage ich vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Ich würde mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben geben könnt. Oder würdet, das würde mich sehr, sehr freuen. Und wir spielen als nächstes gegen England in der Europameisterschaft Qualifikation. Scoutbericht, Beister und so weiter. Ja, ja. Okay. Gut, vielen herzlichen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder gegen England. Und ich sage tschüss, bis denne. Macht's gut, euer Otaldo. Tschüss. Das war's auch schon wieder für diese FIFA 14 Karrieremodus-Folge mit dem AC Milan. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst doch bitte einen Daumen nach oben da. Und ja, wenn ihr nichts mehr von uns verpassen wollt, dann vergesst auch nicht, uns zu abonnieren. Interessant könnte für euch sein unsere Facebook-Page, denn da haben wir immer aktuelle brandheiße News. Geht dazu einfach auf facebook.com/zockerdudes. Ja, das soll es doch erstmal gewesen sein für diese Folge. Ich hoffe, ihr hattet jede Menge Spaß und ich würde mich freuen, wenn wir uns dann in der nächsten Folge wiedersehen. Also, bis morgen, Freunde!